Mit meinen Freunden von der Alte Oper habe ich versucht, heute einen riesigen Zyklus von Olivier Messiaen mit dem Publikum mitzuteilen, durch die Zeit und durch verschiedene Orten in der Stadt. Wir hofften, das Licht von der Sonne, Aufgang in den obersten Stücke von einem hohen Turm zu beobachten. Wir befinden uns hier im 38. Stock. Sie sehen, es ist mittlerweile hell geworden draußen. Wir haben hier im Dunkeln begonnen und es war eine sehr dichte, atmosphärische, wunderschöne Darstellung. Zu merken, wie so ganz langsam von einem Dimmer, aber doch von der Natur geregelt, die Lichter hochkamen und mit dieser atmosphärischen Dichte der Klaviermusik, die hier über die Brüstung herunterschwebte auf uns Publikum. Wir haben versucht, nah an der Natur zu sein in den Palmengarten für ein Mittagskonzert. Ich habe nicht gewusst, was mich erwartet. Ich habe mich auch nicht vorbereitet. Ich habe mich einfach erfassen lassen. Und jetzt würde ich gerne das nochmal anhören, um sozusagen die Musik dann nochmal aufzunehmen. Aber dieser erste Eindruck, der war wirklich überwältigend. Am Ende des Nachmittags waren wir beim Zoo, um an unseren Stücken, unseren Nachtstücken, die Stimme von echten Vögeln zu mischen. Das ist mal was ganz anderes. Ich habe das noch nicht so miterlebt. Wahrscheinlich die Tiere auch nicht. Für die ist das genauso spannend. Man hört ja sonst immer nur die Vögel. Das ist das Konzert. Und jetzt mal einen Flügel dort stehen zu haben und ein Live-Konzert ist nochmal was anderes auf jeden Fall. Das ist wesentlich und hochinspirierend, dass Konzerthäuser wie die Alte Oper erfinden neue Formate von Konzerten, weil die traditionellen Formate können sehr gut einem bestimmten Repertoire dienen. Es sind aber viele Musik aus anderen Ähren, die andere Architekturen oder andere Events benötigen, um lebendig und kommunikativ zu sein.